Hi, meine lieben Gamer-Freunde, was geht? Heute möchte ich euch in diesem Video zeigen, wie ihr euer Lieblingsgame auf dem zweiten Screen starten und spielen könnt. Los geht's nach dem Intro. So, als erstes müssen wir auf den Bildschirm klicken mit der rechten Maustaste einmal, dann öffnet sich dieses Fenster und dann geht ihr hier in die Anzeigeneinstellung. Und wir stellen unseren Bildschirm Nummer 1 von 2K oder wenn ihr 4K habt, um auf HD. Fünfmal schlechter. Hier 1920 mal 1080. Wer das schon hat, der ist gut dran. Da braucht es eigentlich nichts zu tun. Dann hier auf Beibehalten. Und dann ist die Sache umgestellt. Dann können wir das Fenster wieder schließen. Das werden wir nicht mehr brauchen. Danach sind diese Verknüpfungs-Icon hier etwas größer geworden und die liegen auch total unsortiert auf dem Bildschirm. Das macht nichts. Wenn ihr später fertig seid mit Spielen und das wieder zurückstellt in die Ursprungsauflösung, dann sind die sofort wieder angeordnet, so wie sie vorher auch waren. Nachdem ihr also euren Hauptbildschirm Nummer 1 auf HD umgeschaltet habt oder umgestellt habt, startet ihr euer Steam. Ihr seht ja, bei mir ist es schon an. Bei mir hier ganz oben Age of Empires 4 als Favorit. Ruft es mal auf. Wenn ihr dann das Bild habt, geht ihr einfach auf Spiel starten. Und das Ganze dauert einen Moment. So, liebe Freunde, jetzt bin ich in der Spiellobby angekommen, um hier Spiele einzustellen. Mehr Spieler, Einzelspieler und so weiter. Ich gehe aber unten in die Einstellungen. Bei euch ist das wahrscheinlich woanders, je nachdem, welches Spiel ihr benutzt, dann geht ihr auf jeden Fall in die Grafik und jetzt gucken wir mal, wir haben hier den exklusiven Vollbildmodus, den nehmen wir raus. Wir machen das Bild einfach kleiner. Geht auf Fenstermodus. Speichern. Dann wird es übernommen und dann schließen. Und dann entsteht so ein weißer Balken. Wenn der bei euch nicht gleich, das hatte ich vorhin auch schon mal, entsteht, einfach das Spiel so beenden und nochmal neu starten, dann ist der weiße Balken auf jeden Fall da. So, jetzt können wir den Balken nicht packen, wir kommen hier nicht raus. Und deshalb drückt ihr einmal die Windows-Taste ganz kurz und dann könnt ihr da reingehen und den Spielrahmen anpacken und rüberziehen auf das andere Fenster. Ja, wenn ihr das dann da drüben habt, auf der anderen Seite, dann geht ihr hier oben nochmal auf dieses Symbol. Da müsst ihr nochmal Windows-Taste drücken. Passt es wieder oben an. Jetzt ist das bei mir hier verdeckt. Liegt da drunter. Und dann geht ihr wieder in die Einstellungen rein. Und stellt es wieder zurück bei der Grafik von Fenstermodus auf exklusiven Vollbildmodus. Speichern zum Übernehmen und schließen. Und dann habt ihr dieses Spiel auf der linken Seite auf dem anderen Bildschirm und könnt dann hier auswählen Gefecht und dann könnt ihr euer Spiel starten. Je nachdem, ihr müsst ja, es muss ja nicht unbedingt dieses Spiel sein, das müsste mit jedem Spiel so funktionieren. So Leute, jetzt wisst ihr Bescheid, macht was draus und bleibt schön neugierig. Wir sehen uns bis zum nächsten Video. Ich bin raus und sage ciao.